Bei den Partisanen, das Leben war schon ein bisschen anders wie früher. Deswegen sagen ja heute, nicht jeder hat ein Dings gehabt, eine Möglichkeit, sich so anzuschließen. Aber viele haben sie Möglichkeiten gehabt, aber haben sie das nicht riskiert. Ich war auch damals nicht mehr für die Front nur arbeitsfähig. Mir hätte wahrscheinlich irgendwo nicht schlecht gegangen, irgendwo hätte ich gearbeitet und so weiter, aber ich wollte das nicht, ich konnte das nicht mitverantworten und mit denen zu mitarbeiten, die uns ausreden wollten. Na, bei den Partisanen, also das Leben war, habe ich schon gesagt, nicht so wie früher. Da mit der Verpflegung war ein bisschen hier und da Problem und auch die Übernachtungen im Wald schlafen. Hier und da schon bei den Häusern, aber meistens im Wald. Und nachher Kälte und Schnee, das war nicht leicht. Die Kleider haben an dich verloren, du bist so Sack, standen wie ein Strohsack, also angefüllter Strohsack. Und also nur derjenige, der eine wirklich zähe Natur war, der hat das ausgehalten. Es waren aber auch solche Leute, die das nicht ausgehalten haben, haben sie desertiert. Aber es hat ja nichts geholfen.